So, herzlich willkommen bei Hackers Autoflöge. Heute zeige ich euch, wie ihr mit diesem Kettenreinigungsgerät die Kette von eurem Fahrzeug wieder richtig sauber bekommt. Viel Spaß mit dem Video. Für die Reinigung der Kette benötigen wir dieses Kettenmax-Set. Das habe ich bei Hein Gericke, glaube ich, gekauft. Gibt es aber bestimmt auch bei jedem anderen Laden, aber ich werde die unten in den Kommentaren oder unten in der Beschreibung einmal verlinken. Dann besorgt ihr euch Silikonentferner. Ich habe jetzt einen 5-Liter-Kanister, es gibt die aber auch in 1 Liter. Wichtig ist Lackiersilikonentferner. Der beschädigt auch nichts, der reinigt wirklich astrein, also was diese ganzen Fettüberreste und sowas angeht. Dann habe ich hier eben noch eine alte Papierrolle, die benutze ich manchmal, um Bauteile abzudecken oder ein bisschen nachzutrocknen. Ich werde später auch noch ein Mikrofasertuch hier reinlegen, weil manchmal saut das ein bisschen rum. Und ich habe hier noch eine ganz alte Flasche, die benutzen wir, um mal zu sehen, was wirklich für eine Verschmutzung auf dieser Kette drauf ist oder was wir eben im Endeffekt rausholen. So, los geht's. So, wie ihr jetzt sehr deutlich erkennen könnt, ist die Kette wirklich sehr schmutzig. Also man merkt auch, wenn man jetzt mit den Fingern rüber geht, das klebt so ein bisschen, ne? Das ist nicht wirklich so mehr frisches Öl. Die bewegt sich zwar noch gut, die wird es auch noch lange machen, aber ist auf jeden Fall besser, wenn wir die ein bisschen reinigen und anschließend wieder neu fetten. So, ich zeige euch das einmal von der nahen Sicht, damit ihr mir das auch glaubt, dass die wirklich eklig, aber die dreckig ist. Da, zoomt ihr das Ding denn noch an oder was? Jo. So, genauso wie dieses Zahnrad hier, das Kettenrad, alles scheiße dreckig. Da, sogar ein bisschen verrostet. Ja, ist nicht so mein Pflegetyp, bin ich ganz ehrlich. Geht noch, ne, aber geil ist das auf jeden Fall nicht. Gut, wir werden jetzt als erstes diesen Kettenmax hier einspannen. Und da läuft dann oben so gesehen dieser Silikonentferner durch. Das ist jetzt hier Silikonentferner von Recolor. Gibt es auch von jedem anderen Marke auch, ist Banane. Und dann drehen wir das Kettenrad die ganze Zeit und lassen das oben reinfüllen. Dann läuft das so gesehen einmal durch. Und hier sind auch noch Bürsten mit drin. Aber das zeige ich euch jetzt. So. Dieses Set habe ich schon verdammt oft benutzt. Wundert euch bitte nicht, dass das so eklig aussieht. Aber ich kaufe jetzt kein neues für so ein Video, weil die kann man wirklich immer wieder benutzen. Das brauchen wir alles nicht. Das ist hier diese Drecktüte, die eben unten dran kommt. Ihr seht, hier ist auch schon einiges an Schmutz drin. Das ist der eigentliche Kettenmax. Hier haben wir oben, so gesehen, da kommt der Silikonentferner rein, damit wir drücken können. Und hier ist dieses Schlauchsystem, damit wir das reinstecken und dann von oben, so gesehen, einmal drücken können. Wir brauchen dann noch so ein, genau, das Kettenspray, also das Kettenfett. Das kommt später noch. Und dann muss ich jetzt einmal justieren. Hier gibt es so 3 verschiedene Bürstenarten. Kurz, lang und sonstige Sachen. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken, welche überhaupt welche ist. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Um noch einmal kurz auf dieses Kettenset einzugehen, ihr habt hier mehrere Bürstenaufsätze, die eine verschiedene Länge haben. Und ihr könnt diese Länge dann ausmessen, indem ihr jetzt diese Chipkarten, diese Musterchipkarten an das Kettenglied haltet. Und es sollte die Frontbreite sollte die innere Breite dieses Kettenglieds haben. Steht aber alles soweit auch in der Beschreibung. Ich möchte gar nicht so direkt weiter drauf eingehen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass die blauen für mich zuständig sind. Die werde ich jetzt hier in diesen Kettenmax einsetzen. Ich habe auch schon versucht, das Ganze zwischendurch immer wieder sauber zu machen, aber das ist unmöglich. Man kriegt das nie richtig sauber. Und jetzt werden wir von unten das Ding so montieren. Ihr seht auch schon, die greifen da eigentlich schön rein. Das ist schon sehr, sehr positiv, weil dann werden die auch richtig sauber gebürstet. Blöd, wir haben hier bei der Karre jetzt wirklich super wenig Platz. Und dann stecken wir das Ganze so zusammen. Dann wird das hier fixiert. Das ist schon mal relativ gut. Jetzt, wenn man ein normaler Mensch wäre und Ordnung halten, dann hätte man diese Spangen auch noch hier, die da eigentlich dabei waren. Aber ich habe die für irgendein anderes Zeug benutzt. Ich kann euch nicht mehr sagen, für was. Wir müssen nämlich jetzt diesen Kettenmax hier fixieren. Das heißt, wir müssen einen Schnurr da spannen, einen Schnurr da, damit die bei beiden Bewegungen relativ gleich bleibt. Jetzt habe ich natürlich diese Seile nicht mehr. Ich habe jetzt andere Seile. Also alles in allem ist das meine wilde Konstruktion.
Sieht bekloppt aus, aber die wird es bringen. Wenn wir nämlich jetzt das Rad drehen, dann bleibt die relativ fest. Jetzt führen wir mal das Schlauchstück ein. Normalerweise soll man das unten und oben machen. Ich mache es aber nur oben. Ich habe da nämlich schon ein bisschen Erfahrung. Und dann füllen wir einmal den Silikonentferner in diese Flasche ein. Am besten geht diese Arbeit natürlich zu zweit, indem einer das Rad langsam dreht und der andere von oben den Silikonentferner hinzuführt. Aber es funktioniert auch alleine. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen mockern, deswegen macht das am besten in gut belüfteten Räumen oder nach Möglichkeit da draußen. Ich habe es jetzt nicht draußen gedreht, weil ihr mich sonst nicht mehr verstehen könnt. Jetzt muss ich mir mal kurz sortieren. Wir müssen eigentlich soweit nichts mehr beachten. Ich habe noch die Tücher hier. Ihr werdet dann auch sehen, dass dieser ganze Silikonentferner hier einfach mal runterlaufen wird. Und hier wahrscheinlich auch. Das könnt ihr aber hinterher alles ganz normal reinigen. Das ist gar kein Problem. Ich habe nur mal zur Sicherheit so ein Ding hier. So, und dann beginnen wir mal das Ganze einzufüllen. Erstmal langsam und dann drehen wir nochmal. Und ihr werdet dann schon sofort sehen, wie sauber diese Kette und wie schnell die sauber wird. Das ist total phänomenal. Ich werde dann natürlich nochmal ein Vorher-Nachher-Video machen oder einen Vergleich, in dem ihr das dann sehen könnt. Aber das wird natürlich jetzt ein bisschen länger dauern. Ihr seht schon, hier unten wird das jetzt, oder läuft das auch gerade hier, genau hier unten, da seht ihr das, da unten. Da läuft das auch gerade auf die Felge. Das ist aber alles gar kein Problem, weil das trocknet einfach sofort wieder weg. Beziehungsweise wir reinigen die Felge später ohnehin mit dem Silikonentferner. So, und ihr könnt den Beutel, könnt ihr den sehen? Ja. Ihr seht ja selber schon, wie schwarz er ist. Das ist total phänomenal. Das ist alles Schmutz, was eben von der Straße ist, von altes Öl. Das machen die wenigsten Leute, aber ich finde das total wichtig. Also Kettenpflege ist echt das Wichtigste, finde ich. So, die erste Füllung haben wir verbraucht. Und ich zeige euch jetzt nur mal einen Zwischenstand. Seht ihr, wie verdammt pechschwarz das Zeug ist? Und das ist alles Schmutz, wirklich alles Schmutz, was da in der ganzen Kette ist. Und es läuft hier auch schon überall runter. Das ist aber wirklich gar kein Problem. Man legt einfach ein Tuch drunter und fertig. Das kann eigentlich auch nichts direkt beschädigen. Und der zweite Durchlauf beginnt. Ihr seht hier jetzt selber schon, dass die Kette schon sauberer wird und die wird ein bisschen trocken. Das ist natürlich klar, weil der Silikonentferner, der entfettet natürlich extrem. Ne? Aber die nächste Runde geht nochmal los. So, zum Ende hin wird man natürlich immer ein bisschen langsamer, weil man die Kette so gesehen von oben nochmal richtig durchspült. Und ihr seht jetzt beim zweiten Durchlauf, es ist immer noch pechschwarz, wirklich immer noch richtig pechschwarz. Und ich mache das so lange, bis ich so eine leicht durchsichtige Farbe habe, weil komplett sauber kriegt man das nicht. Aber wir werden jetzt nochmal den nächsten Durchgang machen. Und dann lassen wir mal die dritte Runde beginnen. So, jetzt nach dem dritten Durchgang müssten wir eigentlich schon ein relativ gutes Ergebnis haben. Die Kette sieht ja schon gut sauber aus, aber also die ganze Suppe hier sieht immer noch ziemlich dreckig aus. Aber ich denke mal, das wird reichen. Nee, also ich fülle das gerade ab. Es sieht eigentlich relativ klar aus. Klar, ein bisschen dunkel, aber im Endeffekt noch relativ klar. Also die ganze Kette ist sauber. Wir können das hier alles zudrehen. Und das ist das Endergebnis. Ihr seht selber, wie super duper schwarz das ist. Man kann da überhaupt nicht durchgucken, weil das wirklich so super dreckig ist. Und jetzt zeige ich euch einmal wirklich die ganze Kette, dass die auch wirklich sauber ist. Ihr seht das dort.
Die hat natürlich jetzt noch ein paar Rostansätze, aber ist vollkommen glänzend und ich sage mal schmutzfrei. Hier auch und da unten natürlich auch. So, jetzt der nächste Schritt. Wir drehen noch mal ein paar Mal, damit der Silikonentferner sich jetzt hier drin noch befindet, so ein bisschen raustrocknet. Weil ihr seht, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen drehen, dann wird diese ganze Kette noch mal ein bisschen glänzender. So, und die sollen alle so schön matt werden. Oh, die sehen natürlich richtig schlimm aus, ey, mit dem ganzen Rost da drauf. Nervig, nervig, nervig. Das liegt daran, weil der Vorbesitzer natürlich einmal im Regen gefahren ist und die danach auch nicht richtig gefettet hat. Naja, gut, was will man machen? Kann man nicht machen jetzt. Ich werde jetzt auch mal mit dem Silikonentferner hier und dieses Kettenrad sauber machen, währenddessen diese Kette außen trocknet. Um das Ritzel ein bisschen zu reinigen, nehme ich eigentlich nur Papier und gehe da einfach einmal lang. Wenn ihr seht, sau, sau, sau dreckig. Sau dreckig. So, wie ihr jetzt seht, das geht eigentlich total easy sauber. Bisschen blöd an diese ganzen Stellen ranzukommen, aber es funktioniert, das ist schon mal wichtig. Der Vorbesitzer hat hier natürlich, glaube ich, nie sauber gemacht. Gut, also das Ritzel ist jetzt auch soweit sauber. An die anderen Stellen komme ich selber auch gar nicht dran. Die sind alle komplett verbaut, deswegen lassen wir die auch so. Und jetzt werden wir als nächstes die Kette fetten, weil die Kette ist jetzt wieder trocken. Und jetzt fetten wir die einmal, damit die wieder ja komplett fertig wird, ne? Dazu haben wir diese kleine Dose, die befindet sich auch da drin. Das reicht auf jeden Fall für einige Mal. Ich habe bestimmt schon fünfmal die Kette sauber gemacht. Jetzt nicht die, aber eine andere. Könnt ihr das hier so reinstecken und dann hier oben rein. Ah, geht ein bisschen schwieriger. So, und dann geben wir immer nur Stöße und drehen dabei. Bis wir sehen, dass die Kette natürlich glänzend wird und von der anderen Seite ankommt. So, die sieht perfekt aus, wirklich. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, jetzt können wir das ganze Ding hier wieder abmontieren. Ihr seht die Kette jetzt nochmal hier. Relativ gut, genauso hier. Klar, die ist jetzt noch rostig, aber wenn ihr von oben schaut, sieht die eigentlich total sauber aus. Da auch. Drehen wir weiter und die hört sich natürlich auch mega gut wieder an. Also, ja, als wenn die richtig gleitet, ne? Ich denke mal, das hört man auch. So, und das ist da wirklich. Und das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk, um diese Kette, sage ich einmal, richtig zu fetten. Ihr müsst jetzt nochmal das ganze Fett einwirken lassen, damit der restliche Silikonentferner nochmal verdampft. Die Kette zieht dann einmal komplett ein und anschließend gehen wir nochmal einmal außen mit dem Tuch lang, damit die nicht so schnell wieder schmutzig wird. Gut, ich will hoffen, ich habe mit ein paar Leuten geholfen. Genau so reinigt man und fettet man die Kette anschließend. Wichtig ist, manche Leute machen das mit Bremsenreiniger, sprühen drauf und dann sprühen die das Kettenfett drauf. Das ist total sinnlos, wirklich. Also sowas von sinnlos, weil das sprüht überall hin. Das kann man dann sofort überall wieder sauber machen. Das ist einfach ein zu krasser Akt. Gut, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Set? Versuche ich natürlich nach bestem Wissen, euch da soweit weiterzuhelfen. Die Links unten poste ich in der Beschreibung. Ansonsten subscribe, liken, teilen.